Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, letzte Woche haben wir euch gezeigt, wie wir Ricotta selber machen. Heute zeigen wir euch, für was man den so verwenden kann. Wir machen Salsiccia Cannelloni mit Tomaten-Ricotta-Soße. Viel Spaß beim Video! Kühnes Kochkanal. Und das sind die Zutaten für unser heutiges Rezept. Für die Tomaten-Ricotta-Soße benötigen wir 500 ml passierte Tomaten, 300 ml Wasser, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 1 bis 1,5 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Oregano und 200 Gramm Ricotta. Und für unsere Salsiccia-Cannelloni brauchen wir 400 Gramm Salsiccia-Bret. Wer kein Salsiccia-Bret hat, nimmt frische Bratwurst, 8 Lasagneplatten, Bärlauch, 100 Gramm geriebenen Mozzarella und optional zum Schluss vielleicht Parmesanflocken. In einem Topf bereiten wir nun unsere Soße zu. 500 ml passierte Tomaten, etwas ausgespült mit Wasser, der Tetrapack, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 1,5 Teelöffel Salz und einen guten Teelöffel Oregano. Das Ganze lassen wir aufkochen und eigentlich sämig einkochen. Kurz vor Schluss kommt dann unser Ricotta dazu. Während unsere Soße kocht, bereite ich schon mal unser Salsiccia-Bret vor. Das heißt, ich befreie es vom Darm. Die Salsiccia habe ich nun in Stücke geschnitten und vom Darm befreit. Gefühlt so wie so eine Cannelloni von der Länge ist. Ich denke, es ist wahrscheinlich noch zu lang. Ich muss gleich mal eine Lasagneplatte holen und abmessen. Naja, ihr seht, ich war nicht ganz verkehrt. Aber ein Tuck kleiner kann ich ruhig noch werden. Unsere Soße ist nun schön dicklich eingekocht. Nun rühre ich noch den Ricotta rein. Und dann kann es auch schon weitergehen. Unsere Tomatensoße ist fertig. In einem Topf habe ich nun Wasser erhitzt. Darin lassen wir unsere Lasagneblätter kurz verschwinden, sodass sie weich werden, und nehmen sie dann gleich wieder raus. Auf unsere angekochten Lasagneblätter habe ich nun Bärlauchblätter gelegt. Dann kommt unser Salsiccia-Bret und das Ganze wird gewickelt. So soll es aussehen. Salsiccia-Bret und eben die Bärlauchblätter. So verfahre ich auch mit den restlichen Lasagneblättern. Und das Ganze geht in eine Auflaufform. Ihr Lieben, so sehen nun unsere gewickelten Lasagneplatten aus. Ihr seht, man muss wirklich zügig arbeiten. So 3 Minuten ins Wasser und dann schnell wickeln, dann sehen sie so aus. Sobald die Lasagneplatten wieder austrocknen, sehen sie so aus. Ich habe mich bemüht. Nun gebe ich noch etwas Soße drauf und ein wenig Mozzarella und dann geht das Ganze in den Backofen. So, Soße ist drauf, Mozzarella ist drauf. Ihr hattet vorhin gesehen, ich hatte auch Soße unter die Cannelloni gegeben, damit sie nachher nicht anbappen. Ich denke, bei 180 Grad Ober- und Unterhitze nach 30 Minuten auf jeden Fall. Sind vergangen. Unsere Cannelloni sind aus dem Backofen raus und nun kann gegessen werden. Eventuell ein bisschen mit Parmesan bestreuen. Ja, und dann kann es schon losgehen. Ja, kurzes Fazit. Leckere Sache. Habt ihr kein Salsiccia-Bret, nehmt frische Bratwurst. Lohnt sich auf jeden Fall zu machen. Ihr müsst bloß aufpassen, wenn ihr die Lasagneplatten ins kochende Wasser gibt, so schnell wie möglich dann raus, damit die noch rollbar sind, weil ihr habt gesehen, wie sie danach aussehen, ne? Okay, das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar.
Über ein Abo, das ihr immer unten rechts machen könnt, würden wir uns sehr freuen. Und noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, schönen Sonntag und tschüss. Kühnes Kochkanal.